Heute geht es um das Thema Entlastungs-BH. Was kann ein Entlastungs-BH? Für wen ist ein Entlastungs-BH gut? Und was hat er eigentlich für eine Funktion? Hallo, mein Name ist Susanne Geiger und ich bin Brav-Fitting-Beraterin und Inhaberin von der Firma BH Queen. Ich messe aus, ich zeige, wie ein BH sitzen muss, wir gucken nach der richtigen Größe und nach der richtigen Passform. Ich habe im Lindau um einen wunderschönen Bodensee ein kleines Brav-Fitting-Studio und mache da einfach Frauen glücklich. Und seit vielen Jahren mache ich auch Videoberatung. Schon viel früher, wie das Ganze auch alles in Mode gekommen ist. Mehr unter www.bhqueen.de. Ja, jeden Mittwoch live geht's hier auf Instagram um ein bestimmtes Thema rund um die Brüste, um die Frauen, um das Wohlbefinden und alles, was so ein bisschen ja, zur Weiblichkeit auch dazu gehört, aber vornehmlich natürlich der perfekt sitzende BH. Heute geht es um einen Funktions- oder einen Entlastungs-BH. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal was davon gehört und was ist das überhaupt? Ich habe ein paar Modelle auch mitgebracht. Aber jetzt, ja, grundsätzlich vom Ablauf habe ich immer nicht mehr wie 30 Minuten eingeplant, wobei wir heute wahrscheinlich nicht so lang brauchen. Das ist ein kleines Thema, ist eigentlich relativ schnell gesagt. Aber ihr habt hinterher auch die Möglichkeit, wirklich alles auch nochmal zu fragen. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr habt die Möglichkeit, auch wenn ich das Video noch live stelle, beziehungsweise auf Instagram oder auf YouTube mittlerweile auch, dann habe ich auch einen Kanal, könnt ihr jederzeit unten Fragen stellen. Auch da werde ich immer mal wieder auch die Fragen beantworten. Ja, wichtig ist mir, dass ihr einfach mir auch ein Like da lässt, auch hinterher, wenn das Video dann gespeichert ist, so dass wir einfach auch, ja, viele Frauen glücklich machen können. Dankeschön für das Herzchen, ja. Also, heute zum Thema Funktions- und Entlastungs-BH und was ist das überhaupt? Ein Entlastungs-BH ist eigentlich gedacht für große Cups. Das ist der Sinn und Zweck eines Entlastungs-BHs, weil die Last, ja auch da ist diese schwere, große, gedacht für schwere, große Brüste. Ein Entlastungs-BH hat breite Träger und einen breiten Rücken. Dadurch soll das Gewicht vom Busen einfach auch besser verteilt werden. Wir haben ja gelernt, wie man BH richtig anzieht. Wir wissen ja, dass 80% vom Gewicht eines der Brust, vom BH, werden vom Unterbrustband getragen, nur 20% von der Schulter. Wenn ihr jetzt natürlich jemand, der extrem große, schwere Brust hat, sind natürlich auch 20% viel. Ja, also von daher diese breite Träger. Zudem werden die Schultern und Rücken im Nacken entlastet und sorgen für eine gerade, aufrechte Körperhaltung, was übrigens jeder BH machen muss. Für eine aufrechte Körperhaltung auch sorgen. Und das ist einfach wichtig. Ein Entlastungs-BH soll angenehm und wohltuend sein zu tragen. Er soll durch die optimale Passform für die Trägerin eben so ein angenehmes Wohlfühlgefühl geben. Und die haben meistens keine Bügel, ein Entlastungs-BH. Bevor ich euch ein paar Entlastungs-BHs zeige, möchte ich noch kurz über ein paar Materialien reden, die mir auch sehr wichtig sind. Wenn ihr schon ein bisschen Fragen habt, dürft ihr gerne schon mal ein bisschen loslegen. Wie gesagt, das Thema heute wird nicht lang sein, weil es zu diesem Thema eben ja nur ein paar Fakten gibt und das war's. Da könnte ich ja noch stundenlang drüber reden, wie ein BH sitzen muss, aber wir hatten das Thema schon und wir werden es auch noch mal machen. Genau. Also, wir reden noch kurz über die Materialien. Ich habe die wichtigsten und beliebtesten Materialien von einem Entlastungs-BH-Test habe ich mal zusammengestellt. Ja, da gab es einen Test, eine Testreihe, und da war eben darüber berichtet. Und das möchte ich euch mal sagen. Also, zum einen gibt es dieses Material Baumwolle. Das ist Naturprodukt und kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. Baumwolle kennt ihr. Ja?
Das ist aber sehr weich und sehr dehnbar, da reden wir jetzt gleich nochmal drüber. Aber es gibt zum einen Baumwolle, es gibt zum einen Polyamid, das ist ein sehr elastisches Material und wird deshalb gern beim Sport-BH, bei Sport-BHs Modellen eingesetzt. Auch da werde ich nochmal gleich nochmal was drüber sagen, wenn ich euch die Modelle zeige. Sport-BH, Entlastungs-BH, komisch. So, hat jemand gefragt? Nein, niemand? Also, dann Elastan ist ein Zusatzstoff. Wird meistens als Zusatzstoff verwendet und sorgt für viel Elastizität. Und das Elastan, da kommt es natürlich auch wieder auf die Menge drauf an. Wie übrigens, immer im Leben, die Dosis macht's aus. Und zu viel Elastan macht viel zu weich. Also für einen Entlastungs-BH darf nicht zu viel Elastan drin sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Material, wo Entlastungs-BHs eigentlich das Optimale ist, und zwar das Polyester. Das ist zwar ein Kunststoff, aber ist ein sehr starres Material. Aus diesem Grund findet die formgebende, stützende BH sowie Entlastungs-BH ihren Einsatz. Also Polyester ist dieses Material, das jetzt einfach am festesten ist und am kompaktesten, und genau das will man erreichen. In Entlastungs-BH ist jetzt nicht weich und Wohlfühlbralett, sondern der macht ordentlich Haltung, nicht wahr? So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Modelle, dass ihr euch das vorstellen könnt. So, und zwar das klassische Entlastungs-BH-Modell ist von Anita. Ich habe eigentlich fast wieder die meisten von denen, weil die sind da auch spezialisiert drauf. Und zwar ist das Modell. Der hat sehr, sehr breite Träger und hat im Rücken, einen sehr breiten Rücken, ist schon fast ein Brustier, also fast schon ein Leibchen sozusagen. Mit, warte mal, 1, 2, 3, 2, 4, 5 Haken hat er hinten. Sehr breit hier. Und somit ist der halt auch ganz, ganz viel von unten. Ja, okay. Das ist zum einen. Und das, was jetzt auch wichtig ist, wenn wir da vorher gesagt haben, durch diese Passform wird die Brust ein bisschen verteilt, das Gewicht wird verteilt. Wir kennen ja aus unseren, aus unserer Passform, von unserer, von mir, wer mich kennt, weiß, ja, schön alles nach vorne und schön schmal mal. Das macht jetzt ein Entlastungs-BH nicht wirklich, weil der wirklich das Gewicht auch ein bisschen verteilt. Er macht ein bisschen runter, macht somit von oben ein bisschen Minimeister sozusagen und zieht alles so ein bisschen in alle Richtungen sozusagen. Aber dafür macht er schön zu. Also das ist ein ganz klassischer Minimizer-Modell. Gibt es auch mehrere Größen und die gibt es natürlich auch wirklich, ja, auch bis 115, 120 ist das gar kein Problem. Dann möchte ich euch mal den zeigen. Das mit dem Rücken, das war mir nur so wichtig, dass ich euch das mit dem Rücken sage. Wir haben doch gerade eben gesagt, geht Baumwolle, ja? Also, das ist ja Baumwolle ist ja sehr weich, aber bei einem Entlastungs-BH haben wir ja gerade eben gelernt, wenn das zu weich ist, dann entlastet es nicht, sondern dann ist diese Schwere wieder da. Und deswegen hat der zum Beispiel, das ist jetzt ein Vorderverschluss-BH, der hat hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich drehe den jetzt gleich mal um, hat der so ein Kreuz verarbeitet. Sieht man das? Macht man ein paar Herzchen hin, wenn man das wirklich sieht. Ich mache es mal auf die Seite. Genau. Und dieses Kreuz, das ist mit Polyamid und das ist sehr starr und das sorgt natürlich für diese aufrechte Haltung. Und das ist, wie gesagt, auch wie so eine Art Leibchen, sage ich jetzt schon, fast wie ein Unterhemd, bloß ein halbes. Genau, und der hat 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7 Haken sogar, ein Vorderverschluss. Also ein ganz, ganz klassischer Entlastungs-BH, okay? Also auch der. So, und jetzt, wir haben ja gerade gelernt, der Rücken breit und ganz zu, Entlastungs-BH. Es gibt aber noch so Funktions-BHs, die sind eine Mischung, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt eine Stufe unterm Entlastungs-BH und die sind im Prinzip her sehr ähnlich. Auch oben dieses zu und eine Cup,
wo eben alles umschließt, aber die haben dann hinten schon wieder einen anderen Rücken. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind schon wieder bloß nur 4 Verschlüsse. Man kann die Träger auch schon wieder verstellen, ja, das kann man bei so einem Entlastungs-BH eigentlich nicht, weil der so unten sitzt und alles so zumacht, genau. Was ich auch wirklich gut finde, man muss im Einzelfall wirklich prüfen, was ist für die Frau besser, ist vielleicht besser, auch die Träger zu verschließen, also zu verstellen. Ist die Frau sehr klein oder ist sie groß? Das sind natürlich einfach so Merkmale, wo wichtig sind, weil wenn der zum Träger nicht zu verstellen ist und ich habe eine sehr große oder kleine Frau, dann passt er einfach auch nicht wirklich. Also da muss man nochmal ganz genau gucken. Aber es gibt auch solche Funktions-BHs. Da habe ich nochmal einen. Aber der ist eigentlich gleich, das ist bloß ein bisschen kleinere Größe. Genau, das ist jetzt der 80D, das ist jetzt einfach eine kleinere Größe. Also in kleiner kann er auch ganz nett aussehen. Schau, der hat einfach diese breiten Trägern. Ist auch wieder Funktionsgeschichte, gell? So wie vorher. So, und jetzt habe ich natürlich wieder so mein Lieblingsthema zum Entlastungs-BH. Aber ich kann nichts dafür. Das ist tatsächlich so, dass auch ein Sport-BH Entlastungs-BH ist. Also zumindest eine Funktion hat. Es ist ein Funktions-BH sozusagen. Und wie oft sage ich, Leute, tragt Sport-BHs. Hier in Lindau, der Pfände hoch, der Pfände runter, Schiff fahren, Fahrrad fahren, was auch immer. Es gibt so tolle Sport-BHs, die auch wirklich nicht gute Form machen, die nicht altbacken aussehen und trotzdem eben diese Funktion haben, dass sie dich stützen, dass du dich bewegen kannst. Zum Beispiel der, ich finde das ein ganz klassischer, eigentlich ein klassischer, muss den Zettel mal wegmachen, Sport-BH, der ja im Rücken dieses Kreuz hat. Und wir haben doch gerade eben gelernt, wenn der Rücken verstärkt ist und ich die aufrechte Haltung habe und von unten der Halt kommt und von die breiten Träger hat und den schönen verstärkten Rücken und alles so ein bisschen einpackt, dann haben wir doch schon die Funktion. Also, warum nicht einfach ein Sport-BH? Das sage ich so oft meine Frauen, die auch wirklich sagen, oh, das ist mir jetzt zum Beispiel nicht schick genug. Sowas zum Beispiel ist mir vielleicht nicht schick genug. Dann sage ich, okay, verstehe ich, ja. Aber, wobei die Funktion einfach im Vordergrund steht, aber probier es doch mal mit einem Sport-BH. Die sehen schick aus, die gibt es in tolle Farben, die gibt es in Größe bis 120 irgendwas. Also wirklich genügend. Und die haben eben dieses elastische, nicht elastische Material, das eben dazu führt, dass es wirklich auch diesen Halt gibt, das ein Entlastungs-BH ja tun soll. Und ihr werdet merken, so ein Entlastungs-BH, das ist einfach, oder auch ein Sport-BH, das ist einfach eine andere Bewegungsfreiheit, dann einfach nochmal. Genau, finde ich. Also ich liebe auch Sport-BHs. Ich muss immer mal wieder das sagen, aber klar, es ist halt nun mal so. So, das war's eigentlich schon zum Thema Entlastungs-BHs. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie mir. Vielleicht habe ich was vergessen, wie man ausmisst, das haben wir schon mal gehabt, wer sie tragen kann, große Brüste, wer das braucht, ist auch klar, wie man ausmisst, wissen wir auch. Also von daher, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich wünsche mir sehr, dass es vielleicht doch die eine oder andere Frau gesehen hat, die auch sagt, wow, okay, vielleicht gehe ich nochmal an das Thema ran. Ich möchte mich einfach wohler fühlen in meiner Haut und möchte auch einfach zu einer aufrechten und gerade Haltung auch führen. Und diese Furchen hier oben an den Schultern, diese tiefe Furche, wo manche Frauen haben, die sind einfach nicht gesund. Das ist einfach auch alles Verspannungen und so weiter. Das gibt auch so viel Gesundheitsschädliche. Aber das Thema Gesundheit, das haben wir auch noch dieses Jahr. Da verrate ich aber noch nichts. Da habe ich einen ganz tollen Gast da. Aber da verrate ich noch nichts, weil es dauert noch ein bisschen bis November auf jeden Fall. Aber das ist auch so wichtig, dass der Körper einfach, dass du deinem Körper was gut tust. Jetzt wünsche ich mir sehr, dass ihr mein Video teilt, dass ihr das liked. Ich werde es ja auf Instagram und auch auf YouTube hochladen. Ich freue mich sehr über ein paar Likes von euch. Empfehlt mich weiter. Lasst euch ausmessen, lasst euch beraten. Wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt,
hier, jetzt, dann beenden wir das Live. Heute mal viel, viel früher wie sonst. Es ist alles schon gesagt. Und dann sehen wir uns nächste Mittwoch zum Thema. Warte mal, wo? Ah, stimmt. Herbstkollektion, Entschuldigung. Ja, die Herbstkollektion steht vor der Tür. Und ihr wisst ja, dass ich jeden Monat immer zwei Modelle dann wieder kriege. Das heißt, ich habe die Modelle im Original noch gar nicht da. Aber es gibt einen Katalog. Ihr kennt eure Passform, ihr kennt eure Größe. Ich habe euch registriert. Für die Frauen, die nicht registriert sind, die kriegt ihr Videoberatung. Auch gar kein Problem. Aber ich möchte euch mal zeigen, welche super schöne Teilchen jetzt im Herbst kommen. Damit ihr einfach schon frühzeitig vielleicht auch sagen kann, Mensch, das wäre was für Weihnachten, das ist was für Februar, das möchte ich gleich haben oder notiere es mir auf. Deswegen, nächste Woche machen wir das Thema Herbstkollektion. Jetzt wünsche ich euch eine super, super schöne Restwoche sozusagen. Wir sind ja immer in der Mitte von der Woche. Wir sehen uns nächste Mittwoch, 18.30 Uhr live. Hier wieder auf Instagram zum Thema Herbstkollektion. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute. Bis bald. Eure Susanne Geiger, BH Queen. Ciao.